Willkommen zurück zu unserer iMonitor Tutorial Videoreihe. In diesem Video widmen wir uns den Motor- und Getriebeeinstellungen. Die folgende Beschreibung basiert auf einem Traktor mit stufenlosem TTV-Getriebe. Beachten Sie bitte, dass diese je nach Getriebe Ihres Traktors variieren kann. Im oberen linken Abschnitt sehen Sie Einstellungsmöglichkeiten, welche speziell für den Motor ausgerichtet sind. Beginnend mit der Limitierung des Drehzahlabfalls im PTO-Modus. Dieser Wert steht für die maximale Motordrehzahlreduzierung, bevor das stufenlose Getriebe die Übersetzung im Zapfwellenmodus reduziert. Darunter die Werte der beiden Drehzahlspeicher. Alternativ zur Direktspeicherung durch Langdruck, durch die entsprechenden Knöpfe auf der Multifunktionsarmlehne, können Sie diese Werte auch direkt im iMonitor anpassen. Im oberen rechten Abschnitt können Sie Geschwindigkeiten des Tempomaten festlegen. Jeweils zwei Geschwindigkeiten für die Vorwärts- oder die Rückwärtsfahrt können gespeichert werden. Die Änderung der Werte erfolgt hierbei genauso wie bei den Motordrehzahlspeichern. Alternativ zu der Direkteinspeicherung durch Langdruck mit den entsprechenden Knöpfen auf dem Maxcom Joystick können Sie diese direkt auch im iMonitor anpassen. Die verschiedenen Geschwindigkeits- und Motordrehzahlspeicher können auch in Miniaturansicht abgerufen und angepasst werden. Die untere rechte Ecke des Bildschirms ist ein anpassbarer Bereich, in dem Sie drei individuelle Statusfelder des Traktors anzeigen lassen können. Um Änderungen vorzunehmen, tippen Sie einfach auf das entsprechende Feld und wählen Sie die gewünschten Informationen aus der Liste aus. Traktoren mit TTV-Getriebe bieten Ihnen drei verschiedene Fahrmodi: Automatik, PTO und manuell. Der Automatikmodus gilt als Standardmodus und ist für fast alle Aufgaben geeignet. Ist diese aktiv, geben Sie die Geschwindigkeit vor und das Motorgetriebemanagement passt vollautomatisch Motordrehzahl und Getriebeübersetzung an. Der PTO-Modus ist speziell für Arbeiten mit der Zapfwelle konzipiert. Hierbei hält das Motorgetriebemanagement die Motordrehzahl konstant und passt ausschließlich die Getriebeübersetzung an. Der manuelle Modus ist für Arbeiten mit Geschwindigkeiten unter 100 Meter pro Stunde vorgesehen. Um zwischen diesen Modi zu wechseln, drücken Sie die Modustaste auf der Armlehne. Zurück zum Einstellungsbereich. Hier können Sie wählen, ob sich der PTO-Modus vollautomatisch beim Einschalten der Zapfwelle aktiviert. Diese Funktion ist aktiv, wenn die Schaltfläche blau hervorgehoben ist. Die nächsten beiden Werte stellen die vorgegebenen Startgeschwindigkeiten im jeweiligen Getriebemodus dar. Nach jedem Motorstart oder Modulwechsel stellt der Traktor diesen Wert automatisch ein. Sie können einfach die maximale Fahrgeschwindigkeit ändern, indem Sie den Maxcom-Joystick gemeinsam mit gedrückter Aktivierungstaste nach vorne drücken. Damit schließen wir unsere Erklärung der Motor- und Getriebeseite ab. Entdecken Sie auch unsere anderen Videos, um nützliche Tipps und Tricks über den iMonitor zu erfahren.